So Leute, wir sind jetzt Nürnberger Hof, Nürnberger Flughafen. So, Ja, was das? Keine Ahnung. Was ist das? So, nicht immer, ne? Das ist Sauna. Ich glaube, das sind doch zu beten oder so. Das ist auch zu beten. Hä? Guck mal hier. Hä? Das war zum Beten. Ja, aber so geht Flughafen zum Beten, hä? Ja, Muslime, die beten müssen. Weil Muslime haben ja auch so, um 4 Uhr müssen die beten. Das. So, ja, wir müssen das ganze Leben beten. So. Hey, lass mich hier rein. Okay, lass da rein. Mal gucken, was da ist. Ich würde gerne kommen, wo du da raus. Hä? Okay. Was hier? Weil Brandschutztür. Ich weiß halt nicht, was man damit machen kann. Ja. Ist offen. Okay, Tür klingt aber komisch. Lieber nicht. Ah, hier ist klar. Oh, yeah. Ah, hier ist klar. Terminal Dienst, toll. Sag ich mal klar. Adi, Abla. Großfamilie, was geht? Hey, nein, wenn man da nicht darf, dann wird wahrscheinlich so stehen. Verpisst euch. Von her? Oh, sorry. Von her? Okay, heute war jemand da. Bei Kalender. Ich will das Kalender umstellen. Digga, wieso musst du hier Scheiße bauen? So. Ich zeig mal ein bisschen unten, ne? Weil wir sind gerade 2. Stock. So, Gepäckskontrolle da, von Zollamt und so. Digga, wir gehen einfach Türen rein und wir wissen nicht mal, kommt Alarm oder nicht. Ja. Ist so, Digga, einfach niemand da. Ist es so leer, ja. Wenn ich immer verreise, ganz Flughafen voll. Auf einmal kommen 20.000 Menschen. Glaube ich. So Leute, ich zeige euch mal die Tickets. Türkei 283, 358, 7 Tage 283, ja, geht eigentlich, 7 Tage, schönes Urlaub. Halt günstig, ne, weil es gibt teure, haben die Türkei, oder der Dubai 600. 659 Dubai, ja, kann man auch machen eigentlich. Hier nochmal Türkei. Haben die hier Türkei? Oder Abi, geht's hier nach Türkei? Nein, Digga, das türkische Unternehmen und die haben nicht mal so Türkei. Achso, da. Da Türkei Riviera, was ist das? Keine Ahnung, frag mich nicht. Wir haben dann einmal hier die Dinger. Leute, wir zeigen euch gleich unten auch. Einfach leer. Dort ist einmal Restaurant, Leute. Ich fühle mal ein bisschen hier. Dann haben wir hier einen Aufzug. Also Nürnberger Hofbahnhof ist nicht so groß, aber ja. Hauptsache, man kann reisen, ne? Das ist das Geilste.
Hier. Treppen uns gleich, gehen wir runter. Aber man kann leider nicht runter von da, weil dort ist gesperrt. Wir können aber den Aufzug benutzen zum Runtergehen. Ah, Erlangen waren wir heute. Ah ja, Leute, wir waren Erlangen. Wir haben uns euch leider nicht mitgenommen. Vielleicht nächstes Mal. Scheiß drauf, ja, lass einfach runter. Wenn jemand was sagt, krieg ich seine Mutter. Spaß. Ja, aber die Leute haben es. So Leute, wir sind jetzt unten. Hier haben wir noch ein Restaurant. Chillt er sein Leben hier. Ja Leute, hier haben wir den. Also wenn die hier weitergeht, dann geht es auf Flugzeuge. Eigentlich ist hier vorne noch klein. Wenn man so drinnen ist, Leute, ist es viel größer. Weil ich fliege ja jedes Jahr nach Türkei. Auch manchmal andere Länder, aber jetzt egal. Das muss ich jetzt nicht erzählen. Hier haben wir. Ja, Leute, und man braucht keine Impfung, also um reinzugehen. Ich glaube, bei Flugzeug braucht man schon Impfung, also zum Verreisen eher gesagt, braucht man glaube ich schon Impfung. Hier ist einmal checken, oder? Flugzeuge, Klo haben wir dann hier. So. Hier haben wir auch ein paar Laden. So. Hier ist dann der Ausgang oder Eingang. Kann man beides halt machen. Hier haben wir dann Bäckerei. Wir gehen zurück zu dem Wichser. Der ist irgendwo da stehen geblieben. Keine Ahnung, was er versucht dort hinten. Und ja, wir sehen uns dann gleich bei denen. Wie gesagt, oder ich nehme euch einfach ganz Zeit mit. So, zeige ich euch noch ein bisschen unten. Kamera. Was geht? Der chillt einfach sein Leben dort hinten. Was machst du? Leben genießen einfach. Okay, Leute, wir sitzen jetzt auch mal ein bisschen hier. So. Ja. Achtung bitte. So Leute, ich zeige euch mal kurz Automaten. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen. Vielen Dank. Your attention please. For security reasons, please. So. Ihr kleines Fernseher. Fernseher, könnt ihr schauen. So Leute, wir müssen einmal auch rüber gehen, weil er noch dort drüben filmen muss. Und ich kann euch dann die Schalter zeigen. Ich hoffe, das wird ein gutes Video, hoffe ich mal, Leute. Lasst gerne ein Abo und das Video liken, bis Ende anschauen. Wenn ihr bis jetzt geschaut habt, danke. Und ja. Oder wie oft wird es noch Party? Weißt du, wieso keiner da ist? Ich habe Geld bezahlt, weil ich YouTube-Video mache. Die haben alle rausgeschickt. Extra für mich. Spaß. Chip mal, Leute. Ja, wir haben via VIP-Ticket. Leute, es war alles nur Spaß. Die werden da klar nicht sowas machen. Ich glaube, die werden schon machen, wenn du 1 Million reindrückst. Aber wieso halt für ein Video so viel Geld ausgeben, ist auch Dings. Hier ist einmal nur für die Behinderte, also Klo. Hier einmal für die Putzfrau.
So. Jeder wird ja jetzt Sommerferien fliegen, Leute. Dann könnt ihr das Video einmal abchecken, dass ihr euch auskennt hier Flughafen. Ich kenne mich Nürnberger Flughafen sehr gut aus, weil ich ja auch jedes Jahr verreise und so. Und ja. Auf jeden Fall kommen noch türkische Vlogs, Leute. Also aus Türkei, Hotel und so. Seid gern. Schaut gerne alle meine Videos an, sag ich mal. Digga, der kostet Breze wirklich 4 Euro. Normale Breze? Ja. Oh, no, no, oh, no, no. Ja, das ist halt in der Schweiz. Rewe Togo. Okay, Rewe Togo ist schon neu gebaut, weil früher gab es nicht. Also, wo ich verreihe. Hier, Leute, ich filme euch mal hier wieder noch. So. So, Leute, wir schauen gemeinsam Rewe Togo Preise an. Digga, 2 Euro ein Cola, mein Akaim. Was ist das? Oha, 6 Euro einfach. Das hier 6. Ananaski, was zeig ich? Achso, das ist Dings. Ups. Oh, Kollege hier. Spaß, Spaß. So, Rewe Togo. Einmal komplett zeigen. Ja, warte. Einmal Kakao, 1,30. Oder die haben so viel Bierabteilungen. So, Leute, wir sind jetzt draußen von Rewe Togo. Wir gehen jetzt weiter. Leute, ich muss ein bisschen beeilen, weil ich muss gleich mit dem Aufnahme aufhören. Oh, sonst ist fast runtergefallen. Hier zeige ich euch ein bisschen. Da vorne zeige ich euch auch ein bisschen. Wartet mal. Ja, hier war noch voll und jetzt wieder leer. Hier zeige ich euch. Ah, Leute, da vorne Mac ist und so. So. So, Leute. Hier haben wir dann einmal die Macs da drüben. Und hier sind einmal. Sag. Digga, ich dachte, da steht Sperma. Also, da. Geldtransporter. Also Geld am Automaten, was wir tun. Leute, das war's mit dem Video und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Willst du was sagen? Auch schöne Grüße von mir, ne? Von Grangos kleine Familie, Birans Großfamilie und lasst mal auch bei mir ein bisschen Liebe da. Und ja. Jo. So, das war's. Ciao.